Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier immer noch auf der Citadel, gehen jetzt in die Flüchtlings, Dings da hier, Unterkünfte, um dort gegen den Terroristen zu ermitteln und noch weitere Nebenquests natürlich, die man auch hat, abzugeben. Genau. Ja. Docs warte ich, genau. Ich dachte schon. Ich wollte bei E24 schon wieder gehen. Was haben wir denn hier? Hä? Was ist denn hier los? Hallo? Ah. Okay. Dieses Bild, ne, ist halt echt schlimm. Oh, Ashley. Shepard, danke fürs Kommen. Ich wollte für Sie da sein, Ash. Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder? Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für Sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über... Sie stehen das durch. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf Sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist, er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. 4 Töchter und eine starke Frau. Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frauenhorde. Ihre Schwester wartet. Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Mal sehen. Okay. Die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Ja, ja. So. Hier ist sonst nix. Ja, auch nicht, okay. Hallo. Oh, Sie sind's. Hallo. Sind deine Eltern schon angekommen? Nein, aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten immer ihre Versprechen. Sie, das nächste Schatten hatte wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast sicher recht. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Ja, ja. Das ist echt traurig. So. Hier ist nix. So, da hinten ist da noch was. Warum zieht er mit einer Waffe auf ihn? Okay. Haben wir hier irgendwas? Da, Cyan, aber... Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Ist immer wieder dasselbe. So, da haben wir Taktus. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden.
Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Tun Sie das Richtige. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen Ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Ja. So. Das hätten wir. Hier ist irgendwo der Terrorist noch. Krankheitsschwester? James! James? Was tun hier? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Ja, Ausbilder? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Willkommen beim Rühren. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Enttäuschen Sie sich vor allem nicht selbst. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Weil das sieht. Ja, kann man nicht sehen. Krankenschwester. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Na gut. Sind Sie Gorek? Ah, gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Gehen Sie weg, Mensch! Sie haben noch nicht geantwortet. Ihre Allianz hat meinen Planeten ausgelöscht, indem sie ein Portal gesprengt hat. Aratak war bewohnt, vermieden. Ich habe zurückgeschlagen. Für Sie. Ich wollte damit die Reaper aufhalten. Die Allianz hat das Alpha-Portal zerstört, weil die Reaper dabei waren, durchzustoßen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo... Geht's um Strafe? Dann setzen Sie das Sedativ ab. Ich will zu meiner Familie. Ja, ich glaube, das will er. Große Frage der Sterbehilfe. So, haben wir damit diese eine Mission erfüllt? Ja, ne? Ich glaube ja. Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren und durchhalten. Mhm. Da ist sonst nichts. Gut. Wir können noch keinen Kampf machen. Tim ist theoretisch offline und wieder online gegangen. Ja, das ist super. So, Arai, Athenennebel, was?
Die haben wir doch. Präsidium ist Unterhaus. Habe ich da was übersehen? Einen Moment, bitte. Ich lese mir das nochmal komplett durch. Wir haben, also ich weiß, dass ich die Statue habe, deswegen. Ein Asari im Präsidium benötigt eine Statue aus dem Hesperia-Zeitalter. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Da. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Aha. Ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Meint ich doch wohl. Also, komm. Die Sicherheitsoffizier. Okay, ein paar sind hier noch. Irgendjemand wollte hier? War das hier? Wollte da nicht jemand Videoüberwachung noch haben? War da nicht was? So, wir gehen erstmal zum Zielsicherheitsbüro selbst. Wir haben ja schließlich hier wieder eine Menge autorisiert und so, da ändert sich natürlich auch was. Da war irgendwas mit Ashley Williams in den Nachrichten. Aha. Hallo? Hallo. Ha. Nicht? Nicht? Hä? Ich hab's verpasst. Da ist nix, da ist auch nix. Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen muss, hier wäre die Bar gewesen, wo sie die wieder überwachen haben wollten. Ja, aber bringt irgendwie nichts, kann nicht mit denen reden. Okay. Okay. Ja, dann, muss ich halt wieder auf die Normandy. So, genau. Logbuch. Die Kuna, der Wohllustbotschafter. Ach, warte, nein, in die Botschaften können wir. Genau, da haben wir doch noch irgendwas ermittelt. So. So. Hallo? War der Wohllustbotschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ja, gut. Spielen wir alle ab. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken.
Gedanken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn sie abbrechen, können wir sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Okay, irgendwo ist hier ein Peilsender. Ach, da. Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkisch-Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass Sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Na, wunderbar. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist, ja. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Vielleicht von Shepard? War das hier? Wo muss ich denn nochmal hin? Verdammt. Da. Irgendwo hier ist ein Volus. Gottes Willen, den Korlak, wo ist der denn nochmal? Der Typ, der da alleine rumsteht in der Mitte? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Auch nicht. Ja gut. Ist jetzt noch nicht, was mich das hier weiterbringt. Hier hinten vielleicht. Gibt es hier eine Karte? Wo schafft er den Korlak? Ja. Bei den Apartments. Ach, bei den Ach, so. Jetzt verstehe ich. Okay. Das ist immer der Ort, wo man nie hingeht, ne? So, hallo? Falsche Seite anscheinend. Oder, nee, doch nicht. Nee, ist richtig.
Hier ist schließlich eine Tür. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Irgendwie sind hier Schüsse oder so. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Sind sie verletzt? Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst ihr eigenes Volk verraten. Wir haben ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie sind besser als das. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Mhm. Haben wir geschafft. Die Volus-Bomberflotte haben wir auch. Wieder eine Quest, die wir abgeschlossen haben. Den Rest können wir nicht machen. Ja. Also würde ich sagen, machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.